147, das ist wenig. Ich nutze mal Prismastrahler. Und... Autsch. Okay. Rudy, du machst definitiv Handgranaten weiter. Cecilia. Die drei kann man nicht eigentlich vergessen. Break mache ich gleich mal. Aber ich mache erstmal Mystik, damit es mich heilen kann. So. Jetzt weiß ich gar nicht, was der Psychoschlag angerichtet hat. 231, mysteriöser Strahl. Autsch. Ja, heilen wäre angebracht. So, Rudy, du machst mal deinen Wester, du... Cecilia, heilst wieder eine Runde. Du setzt auch mal deinen Wächter ein. Gegenangriff! Verfehlt! Oh, Gurdjieff. Erde gegen Luftwesen? Hilft das überhaupt was? Das ist so kritisch! Dann war sie definitiv was. Oh, Mora Gold! Im Zweier fand ich den gar nicht schlecht, glaube ich. Okay, Rudy, du setzt definitiv Handgranaten ein, damit kannst du am besten arbeiten. Break setzt du ein und du machst Psychoschlag. Ah, warte mal eben, ich hätte Dings einwenden sollen. Scheibenkleister. Wobei du machst 600. Zucker. So, du machst weiter einen Break. Du machst. Wobei, du könntest auch deinen Wächter mal einsetzen. Du machst einen Meteorsprung. Genugenus. Das ist sogar noch Erde. Geil! Das ist ein Erdelementar. Was? 1600? Alter. Das ist echt gut. Das ist echt gut. Rudy, du kannst... Ach, stimmt ja. Ich kann ja auch noch während des Kampfes wechseln. Da war ja noch was. So. Rudy, Wächter, Cecilia, Angriff. Oder warte mal eben. Heal of Jack. Ich sagte Heal of Jack. Jack. Wächter. Das, also diese Runde sollte er kaum bis gar nicht mehr überleben, glaube ich. Das hört sich so Scheibenkleister an. Die Heilung durch
hier Zauber. Und wir haben einen Schaden von... Was? Wollt ihr mich verarschen? Kein Wunder, dass Morgoth so wenig abgezogen hat. Macht mal ein bisschen Angriff. Force Level Up. Ich glaube, der lässt sich schwer durch normale Attacken angreifen. Habe ich recht? Der lässt sich gar nicht durch Attacken angreifen. Handgranaten. Wächter. Wächter. Nochmal so eine geballte Ladung der Wächter. Ich glaube nicht, dass das Vieh wirklich das jetzt überlebt. Nein, überlebt das noch nicht mal eins. Ba-ba-ba-la, da-da-da. Rudy ist eine Ebene aufgestiegen und 3500 Gil. Die Statue ist in Gefahr. Wir müssen hier raus. Was Al-Hazard? Hazard wohl mit Experiment gemeint hat. Können wir irgendetwas gegen diese Barriere unternehmen? Batman! Tut mir leid, wie erinnert mich das voll daran. So. Das hier ist wohl einer der wohl beklopptesten Musikstücke hier in diesem Spiel. Aber auch dieses Mädchen ist auch so irgendwie so ein bisschen komisch. Wenn ich mich noch daran erinnere. Es ist nämlich auch so, dass dieses Mädel, ich glaube gegen Ende des Spiels, vom Remake, Alter Code F, also White Arms, Alter Code F, kann man quasi rekrutieren. Genauso wie auch noch ein paar andere Leute. Auch ihren Butler kann man, glaube ich, auch mit, kriegt man sogar gleich mit ihr zusammen. Genauso auch wie mit Emma. Die kann man auch rekrutieren. Und einer der Feinde kann man sogar auch rekrutieren. Dazu aber erst alles später. Zu gegebenen Zeitpunkt. Hast du vom Hageren der Nacht gehört? Ist er in diesem Turm? Ja, ich verstehe. So, ist das der böse Hagere der Nacht? Diese Leute sind wie wir. Es sind auch Schatzsucher. Ja, ich hätte geschrieben, sie sind auch Schatzsucher, aber lassen wir das mal eben so dastehen. Offensichtlich haben sie den Hageren der Nacht getötet. Meister, was sollen wir tun? Los, tu was! Los, los! Du möchtest also raus hier? Wie viel ist dir das wert? Du hast meinen Schatz und ich brauche das Geld. Geld? Geld? Du willst Geld? Wir versuchen die Welt zu retten und du redest von Geld. Jetzt mach mal halblang. Mir ist doch egal, was ihr retten wollt. Mich interessiert nur Geld. So einfach ist das. Verdammt, wie viel willst du?
Sagen wir mal 2000 Geller. So viel können wir unmöglich bezahlen. Wie gesagt, mir ist das egal. Wollt ihr hier raus oder nicht? Ich bezahle ja nicht alles. Zu viel Geld. Wenn ihr hier drin bleibt, passiert gar nichts. Also noch einmal 2000 oder ihr bleibt hier drin. Ich glaube, man muss bezahlen. Das ist nämlich auch der Grund dafür, warum man nämlich so viel Geller in dem Kampf bekommt. Man muss es quasi zahlen. Und so ist auch sichergestellt, dass man auch genügend Kohle dafür hat. Das ist schon eher... Das ist das schon eher. Achtung! Genau wie Rudy besitzt sie eine Waffe. Ich heiße Jane Maxwell. Jane Maxwell! Oh Gott, ne. Es ist auch so, dass Jane Maxwell, ich weiß gar nicht mehr, ob das auch hier in diesem Teil ist. Von daher verwerft die Idee auf jeden Fall. Ich wollte nichts dazu sagen. Nach meiner Schwester bin ich hier die schönste Frau. Als die schönste Frau bekannt. Du bist 14! Sie wird in einigen Gegenden als Calamity Jane bekannt. Sie ist als Dieses kleine Mädchen ist Calamity Jane. Was spricht dagegen, ein kleines Mädchen zu sein? Erzähle ihnen nichts, McDonald. Entschuldigung. Wo ist mein Geld? Wir haben eine Abmachung. Rückt 2000 Geller raus. Ich hätte es jetzt nicht getan. Ich hätte einfach nur gesagt, so vom Wegen, nö, kriegst du nicht. Einfach mal stumpf sagen, nö. Naja, wir haben wenigstens 1500 von dem Kampf noch behalten. Abgemacht ist abgemacht. Seid nicht böse. Bis später. Ja, wir müssen jetzt einfach hier raus. Ich weiß gar nicht, habe ich den...